السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Beginnen inshallah ta'ala mit dem Namen Allahs, Gnadenvoll des Gnädigen, Allahs Segen und Heil, Barmherzigkeit und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wir sind angekommen im dritten Kapitel bei der Stelle, wo es darum geht, was zur Zeit von Uthman ibn Affan radiallahu ta'ala anhu in Bezug auf den Mus'haf passiert ist. Und wir haben uns den Anlass dafür angeschaut, bei den Eroberungszügen, die in Aserbaidschan und Armenien stattgefunden haben. Und das war das, dort den Anlass gesehen. Und nachdem Uthman radiallahu anhu diese verschiedenen Kopien der Schriftstücke von Abu Bakr radiallahu anhu angefertigt hat, ordnete er die Verbrennung gewisser Niederschriften an. Und die Frage ist, warum ordnet er dies an? Wir haben das schon angeschnitten, aber noch einmal darauf einzugehen, weil viele Leute, die sich mit dieser Thematik nicht auskennen, denken, dass, durch die Verbrennung der Niederschriften Teile des Koran al-Karim irgendwie verloren gegangen sind oder ähnliches. Davon abgesehen, dass man realistisch sein muss. Und welcher Mensch kann das Wort Allahs Azza wa Jal auslöschen? Allah subhanahu wa ta'ala will das Wort bewahren, da kommt jemand und löscht irgendwas. Wie geht das? Die zweite Sache ist, wenn er die Anordnung, wenn er Manuskripte anordnet, auszulöschen, ja, wo ist das, was in den Herzen ist? Wie kann er das auslöschen? Ja. Und jeder hält sich an diese Anordnung. Weil diese Sachen sind, muss immer diese Sachen nüchtern und realistisch betrachten. Deswegen, was steckt dahinter? Die Sahaba radiallahu anhum, die gottesfürchtigsten Menschen nach dem Propheten waren, die nehmen einfach so, man sagt ihnen, verbrenne Gottes Buch und das war's. Also irgendwas stimmt da nicht ganz. Und wir haben ja schon gesagt, warum er das angeordnet hat und was er damit meinte. Es gibt nur einen Koran. Und auch wenn du zu Hause ein Manuskript hast, das diesem Koran widerspricht, dann sind das nicht die Worte Allahs, dann sollst du natürlich den verbrennen, was auch immer damit machen. Was sollst du damit machen? Deswegen lesen wir 2, 3, 5, 2. Man sieht nichts. Egal. Warum ordnete Uthman die Verbrennung gewisser Niederschriften an? Nachdem Kalifat Uthmans radiallahu anhu unter der Leitung von Zayd ibn Thabit die sogenannten uthmanischen Mus'haf angefertigt worden waren und die Sahaba sich darüber einig waren, dass dies der Koran ist, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Allah erhielt, ohne dass darin ein einziger Vers fehlen würde oder zu viel wäre, ordnete Uthman die Vernichtung aller Schriftstücke an, die diesem Konsens widersprachen. Es ist überliefert, dass Hafsa Mus'haf ausgewaschen, zerrissen und verbrannt wurde. Es gab verschiedene Beweggründe, diese Aktion jetzt durchzuführen. Daraus nehmen wir auch, wenn du heutzutage ein Buch hast, in dem Dhikr ist, ne? Dann wie kannst du es loswerden? Du wäschst es aus, wenn es was Geschriebenes ist, was sich auswischen lässt. Oder zerreißt es, heutzutage will man shreddern, damit es unlesbar ist. Oder man verbrennt es. Das ist, und auch kann man vergraben. Ja? All diese Sachen sind Methoden, weil es ja letztendlich nur darum geht, dass man die Worte Allahs Azza wa Jal, Dhikrullah, nicht erniedrigt, sage ich mal. Oder? Erstens, zu Lebzeiten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam hatten weder er selbst noch die Gefährten wissen können, welche Ayat Allah noch aufheben wollte. Allah sagt, was wir an Ayat aufheben oder in Vergessenheit geraten lassen, wir bringen bessere oder gleichwertige dafür. Weißt du denn nicht, dass Allah zu allem die Macht hat? Ebenso sagt er, wenn wir eine Ayah anstelle einer anderen Ayah austauschen und Allah weiß sehr wohl, was er offenbart, sagen sie, du ersinnst nur Lügen
Aber nein, die meisten von ihnen wissen nicht. Wie man aus den Büchern über die Koranwissenschaften weiß, gibt es drei Formen der Aufhebung. Die Sache mit der Aufhebung ist eine etablierte Sache im Koran. Allah sagte, wenn wir eine Ayah anstelle einer anderen austauschen, und Allah weiß sehr wohl, was er offenbart oder hinabsendet, sagen sie, du ersinnst nur Lügen. Das ist die Krankheit von damals, die gleiche wie heute. Viele Leute haben immer eine falsche Vorstellung. Ja? Und wenn diese falsche Vorstellung durch etwas zerstört wird oder nicht da reinpasst, dann verwerfen sie das Konzept. Jemand hat solch eine Vorstellung, da Allah alles weiß, kann es nicht sein, dass er Verse austauscht durch andere, denn das würde bedeuten, er wusste vorher nicht, was er will. Okay? Weil die ist an sich falsch. Deswegen, wenn du jetzt darauf etwas auf, das Falsche ist, was aufgebaut ist, zu sagen, es gibt keinen Nasch im Islam. Ja, doch, es gibt Nasch im Islam. Und das, was du gesagt hast, diese Voraussetzung, die du gesetzt hast, ist falsch. Die ist an sich falsch. Die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala Verse austauscht, bedeutet nicht, dass er nicht wusste, sondern er weiß sehr wohl, was er für seine Diener wann will. Im Gegenteil, es ist die Weisheit. Und diese Angelegenheit, wie gesagt, im Koran Karim ist sie deutlich verankert. Dann gibt es verschiedene Arten des Nasr. Die Lesung zusammen mit der Aya wird aufgehoben. Die Lesung, das heißt, die Lesung der Aya zusammen mit den Bedeutungen wird aufgehoben. Oder nur die Lesung wird aufgehoben, die Bedeutung nicht. Oder es wird nur die Bedeutung aufgehoben, aber nicht die Lesung. Weil all das ist überliefert in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Allah azza wa jal fa'alul lima yurid. Allah azza wa jal macht, was er will. Und solange der Prophet alaihi salatu wasallam am Leben war, konnte man ja nicht wissen, was davon aufgehoben werden wird und was nicht. Deswegen konnte zur Zeit von Uthman, konnte es sein, dass es Leute gab, die bei sich zu Hause noch Verse aufgeschrieben hatten, die mittlerweile aufgehoben sind. Aber das hat der Sahabi nicht mitbekommen. Weil nicht jeder ist in Medina, nicht jeder ist beim Propheten, sallallahu alaihi wasallam, nicht jeder kriegt immer das Neueste mit. Ja? Deswegen kann es sein, dass manche, nachdem die Qibla geändert worden ist, immer noch Richtung Jerusalem gebetet haben, bis sie es mitgeteilt bekommen haben. Und das Gleiche gilt für Verbote, dass manche Dinge verbotene Dinge gemacht haben, bis man ihnen mitgeteilt hat, dass es verboten ist. All diese Sachen, weil die brauchen Zeit. Weil wie willst du zur Rechenschaft gezogen werden, wenn du die Information noch nicht bekommen hast? Ja, erst wenn du die bekommen hast, dann kann man dir sagen, warum hast du dazu wieder gehandelt. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala ist Karim. Tayyib. Die Gefährten jedenfalls, lesen wir da weiter. Die Gefährten jedenfalls, diejenigen, die des Lesens und Schreibens kundig waren, hatten alle Ayat für sich selbst aufgeschrieben. Da sich nicht alle zur selben Zeit am gleichen Ort befanden, wussten manche von ihnen nicht, welche Ayat aufgehoben wurden. Deshalb war es von Uthman äußerst vorausschauend, die Vernichtung aller Schriftblätter anzuordnen, die dem Mushaf, der von den Gelehrten der Sahaba kopiert worden war, widersprachen. Zweitens, die Niederschriften von Ayat aus dem Koran, die die Gefährten für sich selbst angefertigt hatten, waren nicht unfehlbar, denn sie waren nicht direkt vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam diktiert worden und man hatte sie ihm auch nicht vorgelesen. Sie wurden also weder kontrolliert noch korrigiert. Diejenigen Ayat, die in Anwesenheit des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam wiedergeschrieben wurden, hatten aber diesen Status der Unfehlbarkeit. Drittens, private Notizen werden oft mit zusätzlichen Informationen vermischt. Wie bereits erwähnt, wurde der Koran nicht nur im Dialekt der Quraysh herabgesandt, sodass es wahrscheinlich ist, dass die Gefährten ihre Niederschriften zur Verdeutlichung durch eigene Kommentare ergänzten. Es wurden auch nachweislich Wörter hinzugefügt, die der Erläuterung dienten.
Deshalb handelte es sich nicht mehr um die reinen, unverfälschten Worte des Koran. Genau, also wie wir das kennen im Mushaf, ist, dass wir das, was wir im Text lesen, dass das die reinen Worte Allahs sind, Tabaraka Ta'ala. Und alles andere, was zum Beispiel im Rahmen steht, außerhalb des Rahmens steht, sogar die Nummern hat man extra eingerahmt, damit man weiß, okay, alles ist nicht Teil des Mushaf ursprünglich. Und dann wurde hinzugefügt, aus bestimmten Gründen. Aber die reine Schrift, das sind die Worte Allahs, Tabaraka wa Ta'ala. Die Sahaba, die zu Hause ihre Mushafs hatten, aufgeschrieben haben, sie haben teilweise erläuternde Wörter hinzugefügt. Dahinter, was weiß ich, haben sie erklärende Wörter hinzugefügt. Okay? Nicht jeder, wie ich gesagt habe, oder wir gehört haben, der Koran Karim wurde abgesandt in der Sprache der Araber, in den Dialekten der damaligen Araber. Alles war Hocharabisch. Aber Dialekte sind ja nicht nur, unterscheiden sich ja nicht nur durch die Aussprache oder durch Laute, die man hört, sondern auch durch Vokabeln, unterschiedliche Vokabeln, die Leute benutzen. Ja? Eine Aussprache-Sache wäre zum Beispiel auch wie im Deutschen, manche sagen Schornstein, andere sagen Schornstein. Okay? Und dann gibt es auch verschiedene Begrifflichkeiten, verschiedene Wörter. Ja? Zum Beispiel Alkohol und Weingeist. Ja? Das ist ein ganz anderes Wort, aber es beschreibt, je nachdem, welche deutsche Sprache, welcher Dialekt verwendet wird, dasselbe. Ja? Und deswegen, auch das Gleiche gab es damals. Und das alles befindet sich im Koran, in dem Mushaf, den du liest, befindet sich nicht ein Dialekt, befinden sich verschiedene Ausdrücke, verschiedene Dialekte. Und deswegen wäre es genauso wie ein Sahabi damals nicht jedes Wort unbedingt verstanden hat. Genauso heutzutage versteht ein Araber nicht immer jedes Wort. Ja? Und nicht alle Wörter sind geläufig in seinem Vokabular, in seinem Dialekt, den er spricht oder in seiner Sprache, die er erkennt. Damals so. Und deswegen mussten sie auch teilweise fragen, was heißt dieses Wort? Und dann haben sie das entweder dazugeschrieben, auf welche Weise. Und dadurch, dass sie dazugeschrieben haben, waren es nicht mehr die reinen Worte Allahs, Azzawajal, richtig? Also müssen wir jetzt aufpassen. Diese Schriften, die gelten nicht als Koran. Diese Schriften gelten nicht als Koran. Damit es nicht verwechselt werden darf, war diese Aktion von Uthman radiallahu ta'ala. Also das ist der dritte Grund jetzt, warum diese Anordnung von ihm weise war und warum Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu gesagt hat, wenn ich an seiner Stelle gewesen, hätte ich das Gleiche gemacht. Viertens, die korrekte Reihenfolge der Ayat. Die Reihenfolge der Ayat innerhalb einer Sura ist nicht immer chronologisch. Beispielsweise erwähnte Ibn Kathir bei der 81. Ayah von Surah Al-Baqarah, dass Ibn Abbas dazu gesagt habe, dies ist die letzte Ayah, die offenbart wurde. In dieser Sura folgen aber danach noch 5 Ayat unter ihnen Nummer 282, die längste Ayah im Koran überhaupt. Die Gefährten hatten die Suren und Ayat verständlicherweise zunächst in chronologischer Reihenfolge aufgeschrieben. Ein endgültiger Koran konnte ohnehin nicht zusammengestellt werden, solange die Möglichkeit bestand, dass noch Ayat dazu kamen, die zwischen bereits Offenbarte gehörten. Erst nach dem Tod des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam war gewiss, dass nun die endgültige Fassung vorlag. Und deswegen war es jetzt sinnvoll, die Verbrennung aller Schriftblätter, die dem Usmanischen Mushaf widersprachen, anzuordnen. Okay, schauen wir uns mal das Beispiel an. Zum Beispiel, was Ibn Abbas gesagt hat, radiallahu anhu. Wenn wir uns schauen in Surat al-Baqarah, schauen wir uns hier. Ja. Hier haben wir den Vers 281. Er sagte, dass dies der letzte Vers ist, der im Koran herabgesandt worden ist. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Danach kommt Vers 282, der längste Vers im Koran, und dann noch ein paar Verse, sodass wir insgesamt 286 Verse haben, richtig? So, 286 Verse. Wenn man jetzt in der chronologischen, das heißt in der zeitlichen
korrekten Abfolge, in der zeitlich korrekten Abfolge, die Surat al-Baqarah geschrieben hätte, dann würde man das bis hierhin schreiben, in kuntum ta'alamun, und dann ja, ayyuhalladhina amanu idha tadayantum, und danach am Ende, nach von Sunnah al-Qawm al-Kafirin, kommt dann noch dran, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Das wäre die chronologische Meinung. Ist aber nicht im Mus'haf so. Warum? Weil der Prophet, alayhi salatu wassalam, wenn ein Vers herabgesandt worden ist, er gesagt hat, setze die Ayah so und so an die, in die Surah, an die Stelle, wo das und das erwähnt wird. Okay? Und deswegen, diese Sache konnte man, dann schlecht jetzt einschieben. Also du kannst es schlecht jetzt mittendrin reinschreiben. Du musst ein neues Blatt machen und schreiben, Verweis und sowas, richtig? Also im Endeffekt, alles weg, neu schreiben in der richtigen Reihenfolge. Und all diese Sachen konnten erst gemacht werden nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Fünftens, die Beseitigung von Streitigkeiten. Das wichtigste Ziel, das Uthman anstrebte, war die Beseitigung der Streitigkeiten, die den eigentlichen Anlass zu dieser Verordnung darstellten. Was die Uneinigkeit der Menschen in Aserbaidschan und Armenien angeht, die sich über verschiedene Lesearten stritten, gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, die eine Lesart war richtig und die andere falsch. Zweitens, beide Lesarten waren korrekt. Im ersten Fall wurde durch die Aktion die falsche Lesart beseitigt. Sollten beide korrekt gewesen sein, wurde ein Teil der sieben Harf beseitigt. Da aber, wie bereits erläutert, ein einziger Harf den gesamten Koran repräsentiert, war dies kein Problem. Zwar war der eigentliche Grund der Herabsendung des Koran auf sieben Harf eine Erleichterung, nach manchen Gelehrten durfte man sogar Wörter durch Synonyme ersetzen. Doch diese Erleichterung bestand zur Zeit der Offenbarung. Als sie schließlich Grund zum Streit wurde und sogar bei manchen Muslimen fast zum Abfall vom Glauben führte, war es äußerst weise, diesen Grund regional zu beseitigen. Was genau durch Uthmans Aktion erreicht wurde, wird unter 3.5.5 erläutert. 3.5.3, die Reaktion der Sahaba. Über die Anordnung des Kalifen Uthman schreibt Ibn Hajar in Fath al-Bari, es wurde über Uthman überliefert, dass er dies erst durchführte, nachdem er die Sahaba zu Rate gezogen hatte. Ibn Abi Dawud überliefert über eine Sahih-Kette, die über Suwaid ibn Rafla geht, dass Ali sagte, O Leute, sagt über Uthman nur Gutes, denn ich schwöre bei Allah, dass er das, was er in Bezug auf die Mus'haf gemacht hat, nur mit unserer Zustimmung tat. Er, Uthman, sagte, was ist eure Meinung hinsichtlich folgender Lesart? Mir ist zu Ohren gekommen, dass manche sagen, meine Art zu lesen ist besser als diejenige, als die deinige. Und das ist schon fast Kufr, Unglaube. Dann sagten wir, was ist deine Meinung? Er sagte, ich bin der Meinung, dass die Menschen sich auf einen Mus'haf stützen sollen. Dann gibt es keine Spaltung und keine Meinungsverschiedenheit. Da sagten wir, wie volltrefflich diese Ansicht doch ist. Es wurde gefragt, wer kennt die Sprache am besten und wer liest am richtigsten? Sie sagten, die Sprache kennt Sa'id ibn al-As am besten und am richtigsten kann Zayd ibn Thabit lesen. Er, Ali, sagte, der eine soll schreiben und der andere diktieren. So machten sie beide es und vereinten die Leute auf einen Mus'haf. Ali sagte, wenn ich Khalif gewesen wäre, hätte ich dasselbe wie er gemacht. Dieser Hadith bestätigt deutlich, dass Uthman nicht allein handelte, sondern Gefährten wie Ali ibn Abi Talib, Zayd ibn Thabit, Sa'id ibn al-As und so weiter auf seiner Seite hatte. Mus'ab ibn Sa'd, der Sohn des Sahabi Sa'd ibn Abi Waqqas, sagte, ich habe viele Menschen erlebt, als Uthman die Mus'ab verbrannte. Ihnen gefiel das. Er sagte auch, niemand von ihnen verwarf dies. Konkret ist überliefert, dass sich Abdullah ibn Mas'ud dagegen wehrte, von seinen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überlieferten Lesarten abzulassen. Humayr ibn Malik berichtet über Ibn Mas'ud. Er, Humayr, sagte,
Als die Anordnung hinsichtlich der Mushaf kam, missfiel dies Abdullah bin Mas'ud und er sagte, wer einen Mushaf unterschlagen kann, soll dies tun, denn wer etwas unterschlägt, wird mit dem, was er unterschlagen hat, am Tag der Auferstehung erscheinen. Dann sagte Abdullah, ich habe 70 Suren aus dem Munde des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gelernt, während Zayd noch ein Kind war. Soll ich etwa das, was ich vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam genommen habe, unterlassen? Ebenso sagte Abu Wa'il, Ibn Mas'ud hielt uns einmal eine Ansprache und sagte, wie könnt ihr mir anordnen, nach der Lesart von Zayd ibn Thabit zu lesen, nachdem ich aus dem Munde des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam mehr als 70 Suren gelernt habe, als Zayd noch mit kleinen Jungen spielte und zwei Zöpfe hatte. Es ist richtig, dass Ibn Mas'ud sich zunächst weigerte, von seiner Lesart abzulassen, doch nicht, weil er mit Uthmans Sammlung nicht einverstanden gewesen wäre, sondern weil er der Ansicht war, dass man ihm seine Art zu lesen nicht verbieten dürfe, da er sie vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam direkt gelernt hatte. Mit anderen Worten, er akzeptierte die Lesearten, die Zayd in den Uthmanischen Mushaf sammelte. Der Beweis dafür ist, dass die heutigen Lesarten von Abu Amr al-Basri, Asim, Hamza, al-Kisai, Ya'qub und Khalaf alle unter anderem auf Abdullah ibn Mas'ud zurückgeführt werden. Über Ubay wird auch überliefert, dass er nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam immer noch aufgehobene Verse zu lesen pflegte. Ah, bevor wir, also erstmal hier ist die Thematik, dass wir hatten, oder es gab eben dieses Problem, denn die Allah subhanahu wa ta'ala, als er die verschiedenen Möglichkeiten des Lesens herabgesandt hat, dann war ja der Sinn und Zweck des Ganzen die Erleichterung. Der Sinn und Zweck war die Erleichterung. Weil wenn du heutzutage, wenn du verlangen würdest, von einem Ägypter marokkanisch zu sprechen oder von einem Marokkaner ägyptisch zu sprechen, das wird nicht funktionieren. Und genauso der von damals, der Qurayshid soll sprechen wie der aus dem Irak und der Irak soll sprechen wie aus dem Jemen, das funktioniert nicht. Die Leute, ja, die wenigsten haben die Fähigkeit und das wäre eine so große Erschwernis, dass die Leute sagen würden, ich kann den Koran Karim niemals richtig lesen. Deswegen war die Erleichterung teilweise sehr weit gefasst. Die Leute durften den Koran auf verschiedene Art und Weisen lesen, teilweise sogar Synonyme austauschen. Wie es nach manchen Gelehrten haben gesagt, durften sogar Synonyme austauschen, damit es denen leichter fällt, den Koran zu lesen. Zum Beispiel manche Araber haben statt Hatta, sagen sie Atta. Okay, das ist eine andere Aussprache von dem Wort. Bis heutzutage, manche sagen Jarbu', ich glaube, die Spitzmaus oder so, und andere sagen Jarbu'. Manche sagen Jim, dann sagen Jim. Die einen sagen Tajweed, dann sagen Tajweed. Okay? Weil diese Ausspracheangelegenheiten, wie wir auch sehen werden, noch in manchen Überlieferungen, die bereiten sehr große Schwierigkeiten für jemanden, der gewöhnt ist, an seinem Dialekt zu sprechen. Und das ist in der deutschen Sprache genau das Gleiche. Jemand, der aus dem tiefsten Bayern kommt, von dem zu verlangen, dass er Hochdeutsch spricht im Vortrag, das macht er die ersten paar, zwei, drei Minuten und dann irgendwann mal hörst du irgendwann heraus, dass er bayerisch eigentlich spricht. Und das Gleiche war eben damals eben genau das Gleiche. Und es gibt Dinge bei den koranischen Lesarten, die diese Erleichterung ist nicht mehr gegeben in unserer Zeit. Ist nicht mehr gegeben. Also es ist eher eine Erschwernis. Aber für die Leute damals war es eine Erleichterung. Da diese Erleichterung allerdings dazu geführt hat, dass sie sich miteinander gestritten haben und beinahe die einen des anderen, die anderen des Unglaubens bezichtigt haben, wie Uthman sagte, radiallahu anhu, die sagte, meine Lesart ist besser als deine. Und der andere sagt, meine Lesart ist besser als deine. Sagte, das ist schon fast Unglaube. Okay? Deswegen, was haben wir dann davon, wenn die Erleichterung am Endeffekt
zu was führt, dass die Leute aus dem Islam rausgehen. Da? Dann lieber lasst uns alle auf eine Art lesen oder bisschen die Sache ein bisschen einschränken und dadurch haben wir inshallah ta'ala nichts verloren. Warum? Weil der Prophet alayhi salatu wasalam gesagt hat, der Koran wurde auf 7 Harf herabgesandt, aber jeder davon ist ausreichend und heilend. Jeder davon ist ausreichend, heißt, ob du den Koran Karim in der Lesart so liest oder ob du in der Lesart so liest, du hast den gesamten Koran gelesen. Du hast einen Khatm gemacht, wie die Leute sagen. Du hast den Koran komplett gelesen. Wenn du den Koran auswendig lernst, heutzutage nach der Lesart Hafs an Asim, hast du den gesamten Koran auswendig gelernt. Wenn du den Koran liest nach der Lesart Warsh an Nafi', hast du den gesamten Koran auswendig gelernt. Und das darfst du im Salah machen, das darfst du im Salah machen. Das ist austauschbar. Also ist, ist dadurch nichts verloren gegangen. Und durch die Aktion von Uthman radiallahu ta'ala hat er offensichtlich erstens Fehler beseitigt, denn Menschen machen ja auch Fehler. Zweitens hat er die Sache eingeschränkt, denn diese Erleichterung war keine Erleichterung mehr. Sie hat ihren Zweck erfüllt. Und die Sahaba radiallahu ta'ala anhum haben ihm zugestimmt. Und das ist das Entscheidende. Ja? Nicht alle am Anfang, wie wir gesehen haben, über Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhum, nicht alle waren am Anfang einverstanden. Aber ibn Mas'uds Problem war nicht, dass er gesagt hat, das, was Zayd radiallahu anhum mit den anderen Sahaben niedergeschrieben hat, ist falsch. Das war nicht sein Problem. Sondern er hat gesagt, warum verbietet ihr mir etwas zu tun, etwas zu lesen, wie ich den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam habe lesen hören? Das ist sein einziges Problem, das er. Und die anderen sagten, ja, genau das führt ja zur Streitigkeit, indem du etwas machst, was die anderen nicht machen. Und genau das hat zu diesem Problem geführt. Deswegen haben sie gesagt, wir einigen uns auf diese verschiedenen Masahif, die ja auch wiederum Lesarten unterschiedlich beinhalten, aber etwas eingeschränkter, als es zu Anfang der Fall. Und der Beweis dafür, dass Ibn Mas'ud radiallahu anhu damit kein Problem hatte, einverstanden war mit den Lesarten, die sich in den uthmanischen Mushaf befinden, ist, wie ich vorhin gesagt habe, dass verschiedene heutzutage von den bekannten 10 Lesarten zurückzuführen sind auf Abdullah ibn Mas'ud unter anderem, radiallahu ta'ala anhu wa ardaah. Und über Ubay wird überliefert, dass er auch nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam immer noch aufgehobene Verse zu lesen pflegte. Und das ist ja genau das Problem. Ja? Nicht jeder hat das mitbekommen. Nicht jeder hat das mitbekommen. Deswegen lesen wir die nächste Überlieferung. Ibn Abbas sagte, Umar sagte, wer von uns kennt sich im Lesen Ubay am besten aus? Im Lesen, das heißt der Lesart von Ubay. Achso, ja. Am besten auch. Im Richten Ali. Aber manche der Aussagen Ubays unterlassen wir, denn Ubay sagt, ich werde nichts von dem unterlassen. Nein, von uns kennt sich im Lesen Ubay am besten aus. Okay? Von uns kennt sich Ubay im Lesen am besten. Ubay ibn Ka'b, radiallahu anh. Im Richten Ali ibn Abi Talib, radiallahu anh. Und dann aber sagt er, aber manche der Aussagen Ubays unterlassen wir, also manche der Arten zu lesen von Ubay unterlassen wir. Interessiert uns nicht. Warum? Denn Ubay hat gesagt, radiallahu anhu, ich werde nichts von dem unterlassen, was ich vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gehört habe. Er war stur. Er hat gesagt, der Prophet hat es gesagt, dann bleibe ich dabei. Ja, aber das heißt nicht, dass es richtig ist. Warum? Weil es aufgehoben ist. Tamam? Kann sein, es ist aufgehoben. Deswegen, wie wenn einer sagen würde, ich habe gehört, der Prophet hat gesagt, wir sollen nach Jerusalem beten. Ich bleibe dabei. So hat der Prophet vorgemacht. Tamam? Die Qibla wurde geändert. Deswegen, das gehört ja auch zur Sunna, die Veränderung gehört auch zur Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen sagte, Umar radiallahu anhu, Ubay ibn Ka'b ist unser Profi, was Koranlesen angeht. Aber wenn er etwas liest, was nicht der Prophet so zuletzt hinterlassen hat, dann
ist uns die Wahrheit lieber. Und wie heißt es, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, was wir an Ayat aufheben oder in Vergessenheit geraten lassen, wir bringen bessere oder gleichwertige dafür. Weißt du denn nicht, dass Allah zu allem die Macht hat? Das war der, sagen wir, der Beweis für Ubay ibn Ka'b radiallahu ta'ala, dass er sich, der Beweis war, dass der Prophet das so gemacht hat, aber Umar sagte radiallahu anhu, Allah selbst hat doch gesagt, مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا. Was wir an Ayat aufheben oder in Vergessenheit geraten lassen, wir bringen bessere oder gleichwertige dafür. Das, die Ayat ist klar, dass es eben den Nasakh gibt. Und deswegen zu sagen, ich bleibe stur bei dem, was der Prophet gemacht hat, obwohl der Prophet selbst gesagt hat, das bitte nicht mehr lesen, macht nicht viel Sinn. Außer für denjenigen, der es nicht mitbekommen hat, natürlich. Weiter? Dazu ist erstens zu sagen, dass die Aussage Umars grundsätzlich vor Aussage Ubays gilt. Und zweitens geschah dies noch vor Uthman. Es kann also davon ausgegangen werden, dass er mit Uthmans Aktion einverstanden war, da nichts anderes über ihn überliefert wird. Ja, also das gehört zu den Grundregeln beim Usul, wenn wir zwei Aussagen haben, Umar Radan und einem anderen, der kein Khalifa war, von den vier, dann geht die Aussage eines Khalifa vor, weil sie sich besser auskannte. 3.5.4. Warum ordnete nicht schon Abu Bakr die Vernichtung der Schriftstücke an? Warum haben die Muslime bis zum Kalifat von Uthman gewartet und die Schriftstücke nicht gleich nach dem Zusammenstellen der Sammlung vernichtet? Die Antwort ist ganz einfach, es war nicht notwendig. Der bereits zitierte Hadith von Hudayfa ibn Yaman ist dafür ein ausführlicher Beleg. Mit anderen Worten, die Meinungsverschiedenheiten, die zur Aktion Uthmans führten, bestanden vorher nicht. 3.5.5. Die Lesarten in den osmanischen Mushaf. Zweifellos war es nicht die Absicht Uthmans, alle Harf bis auf einem zu beseitigen. Alle Harf, das heißt alle Arten, wie der Koran abgesandt worden ist. Denn dann wäre sein Vorhaben fehlgeschlagen, da es bis heute viele Lesarten gibt, die Teil der sieben Harf sind. Der Vorwurf, den manche Leute an Uthman radiallahu anhu richten, die sagen, er wollte die Lesarten alle aufheben, war das falsch. Weil wie wir gleich sehen werden, erstens, in der Praxis hat er das nicht geschafft, wenn das sein Ziel gewesen wäre. Zweitens hat er die im Schriftbild integriert, die verschiedenen, ein Ziel gewesen war, von den sieben Arten, sie alle den Koran zu reduzieren auf eine einzelne Art, Allahu a'lam. Aber das Problem kommt halt immer darauf an, was mit Harf gemeint ist. Deswegen viel mehr. Ja. Vielmehr wollte Uthman die Menschen auf einen einzigen Schriftbild, Harf, pro Region vereinen. Und das ist genau das, was auch geschah. Ja, das ist ein riesiges Thema, aber das ist hier zusammengefasst in einem ganz kurzen Abschnitt. Okay? Man kann sagen, das, was Uthman gemacht hat, radiallahu anhu, erklärt eigentlich seine Aussage. Und wir müssen aufpassen, wenn der Prophet a.s. sagt, der Koran wurde auf sieben Harf abgesandt, das ist ein Thema. Lass das mal ganz beiseite. Was er meinte damit, ist ein Thema. Was mit sieben gemeint und so, da reden wir extra. Aber wir haben jetzt nicht ein Hadith des Propheten hier. Wir haben hier eine Aussage von Uthman. Uthman sagt, ich möchte die Menschen auf einen einzigen Harf sammeln, einigen. Tamam? Was heißt das? Das heißt, ich möchte, dass sie eine Koranausgabe haben und das ihre Grundlage ist. So einfach ist es. Das ist Nummer eins. Das heißt, verwechsle nicht den Begriff Harf in dem Hadith von Uthman mit dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam und du hast es einfach. Zweitens, wenn er sagt, ich möchte, dass die Menschen sich auf einen Harf einigen, dann heißt das nicht, dass er damit alle Muslime meinte, sondern das heißt damit, dass er die Menschen in jeder Region
auf einen einzelnen Harf einigen wollte. Sehr schön. Das heißt, wenn er sagt, ich möchte, dass die Menschen, was sind die Menschen, alle Muslime? Nein, das kann nicht, also alle Muslime, kann nicht sein. Warum? Er hat doch mehrere Mushafs kopiert und unterschiedliche Lesarten integriert. Okay? Das heißt, er wollte, dass die Leute in Medina eine Ausgabe haben, einen Harf. Er wollte, dass die Leute in Mekka einen haben. Er wollte, dass die Leute in, und so weiter und so fort. Und deswegen sagt er hier, er wurde gefragt, was ist deine Meinung, Uthman? Er sagte, ich bin auf einen Mushaf stützen sollen, dann gibt es keine Spaltung und keine Meinungsverschiedenheit. Und manchmal heißt es eben Harf statt hier in diesem Fall Mushaf. Ja, habe ich nochmal den Text angeschaut. Aber das ist der entscheidende Satz, Barakallahu fikum, diesen Zusammenhang. Wenn die Leute in einer Region wie Damaskus einen Mushaf haben und das ist ihre Grundlage, dann sind sie sich einig und es gibt keinen Streit. Ja? Wenn sein Ziel gewesen wäre, das alle Lesarten zu beseitigen, von denen der Prophet gesprochen hat, warum hat er denn verschiedene Mushafs gemacht? Warum hat er nicht sieben gleiche gemacht? Warum sieben mit unterschiedlichen Lesarten integriert? Macht keinen Sinn. Ja? Deswegen, es ging darum, dass die Leute in einer Region einen Mushaf haben, dort jemand ist, der ihnen das unterrichtet und dann hat er damit kein Problem. Das schauen wir uns jetzt an. Vielmehr wollte Uthman die Menschen auf einen einzigen Harf, das heißt Schriftbild pro Region, vereinen und das ist genau das, was auch geschah. Ersteres kann dies ohnehin nicht Ziel seines Vorhabens gewesen sein, denn durch die von ihm verwendete Schrift waren im uthmanischen Mushaf automatisch viele Lesarten integriert. Beispiel Surah Al-Hadid, Vers 24. Dadurch, dass mehr als ein Mushaf erstellt wurde, konnte man diejenigen Lesarten, die sich von den anderen im Schriftbild unterschieden, jeweils in ein anderes Exemplar schreiben. So konnte das zuständige Komitee das Ende der Ayah von Surah 57, Vers 24, in demjenigen Mushaf, der für die Leute von Medina und Damaskus zur Verfügung stehen sollte, folgendermaßen schreiben. Na, hier haben wir ein Beispiel dafür. Jetzt konnte er Folgendes machen. Hier steht, وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Es geht um dieses Wort هُوَ. Das steht in diesem Teil nicht. Hier steht, وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Tamam? Das Wort هُوَ. Das sind zwei verschiedene Arten, diesen Vers zu lesen. Du kannst nicht in einem Mushaf beides integrieren. Du kannst nicht sagen, einmal schreibst und dann schreibst doch nicht. Einmal lese ich das Wort, einmal lese ich das Wort doch nicht. Das funktioniert nicht. Deswegen musst du es verteilen in den verschiedenen Mushafs. Also wenn sein Ziel gewesen wäre, dass die Leute alle auf gleiche Art und Weise lesen, ohne irgendwelche Unterschiede, hätte er es beides geschrieben, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ oder beides geschrieben, فَإِنَّ اللَّهَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Tamam? Und deswegen auch in der heutigen Zeit, nach der Lesart Hafs und Asim, wir lesen die erste Art. Unsere Geschwister aus Nordafrika, sie lesen auch der zweiten Art. Tamam? Du kannst nicht beides mit, du kannst nicht die geschichtlichen Ereignisse, die stattgefunden haben, besser erklären, als zu sagen, er wollte die Leute einer Region vereinen unter einem Mushaf. Weiter? Weiteres Beispiel, ich mache weiter. Weiteres Beispiel, وَمَاللَّهُ بِغَافِرٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Tamam? Dieses Beispiel zum Beispiel, das haben wir schon darüber gesprochen. Das ist einfach in manchen Stellen, wie zum Beispiel Surah Al-Baqarah, Vers 74. Okay, schlagen wir mal auf, Surah Al-Baqarah, Vers 74. So, eins. So, da hast du hier am Ende des ersten Hizb, hast du hier, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Okay. Nach manchen Lesarten heißt es, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يعملون. Statt تعملون, يعملون. Dieses zum Beispiel ändert sich im Schriftbild gar nicht. Warum? Weil damals gab es keine zwei Punkte. Aber wir heutzutage, wenn wir Mushaf schreiben, wir können nicht mehr beides ineinander integrieren. Warum? Weil die arabische Schrift sich entwickelt hat
Und man hat Punkte erfunden, wodurch man das Ta vom Ja, vom Nun und so weiter unterscheiden kann, wie wir bereits schon darüber gesprochen haben. Okay? War in diesem Fall gab es kein Problem. Uthman konnte jedoch die Streitigkeiten vermindern, indem er folgende Lesarten in den uthmanischen Mushaf nicht mehr zuließ. Jetzt gucken wir uns an, was hat er nicht mehr zugelassen. Erstens, unterschiedliche Wörter, die sich im Schriftbild deutlich unterschieden. Beispiel Surah Al-Qari'ah, Vers 5. Genau, da haben wir zum Beispiel, wir lesen كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ Wolle. Ja, عِهْن ist Wolle. Und im Arabischen sagt man auch Suf. Suf. Suf und عِهْن ist das Gleiche, ein Synonym. Okay? Und jetzt gab es manche Lesarten, zurückzuführen auf zum Beispiel Sa'id ibn Jubair, radiallahu ta'ala, der gelesen hat, كالصوف المنفوش. Okay? Das heißt, statt عِهْن hat er Suf gelesen. Das sind zwei, haben wir gesagt, Synonyme. Wie ich vorhin gesagt habe, mir fällt leider kein besseres Beispiel als Alkohol und Weingeist. Also wenn ich ein besseres einfällt, dann können wir noch. Auf jeden Fall, wie wenn du das einen anderen austauschst. Aber der Vorteil ist da, wenn du mal was ein Produkt kaufst und da steht bei den Produktinhaltsangaben das drin, dann weißt du, okay, das Weingeist sagen die Österreicher, ne, und wir sagen eher Alkohol. Auf jeden Fall, das ist doch das Gleiche. Das ist ein Synonym. Okay? Unterscheidet sich im Schriftbild total. Jetzt hat er sich für eine dieser Arten entschieden und die andere Art beiseite gelassen. Jetzt, warum die andere Seite beiseite gelassen hat? Weil eh das Gleiche ist? Oder weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam das eine gesagt hat, ist aufgehoben worden? Oder weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam es kal'ihnil manfush gelesen hat und gesagt hat, wenn ihr wollt, könnt ihr in eurer Sprache auch die Synonyme austauschen? Alles Allahu a'lam, das ist ghaib, wissen wir nicht warum. Tatsache ist, der Prophet hat gelesen kal'ihnil manfush. Das, was uns interessiert. Das ist der Koran, den der Prophet s.a.w. herabgesandt bekommen hat. Warum hat Sa'id ibn Jubair Kassuf al-Manfush gelesen? Noch einmal, ich sage noch einmal, es kann verschiedene Gründe dafür geben. Aber es ist für mich nicht relevant, weil relevant ist das, worüber die Sahaba sich geeinigt haben. Ich suche nur nach Entschuldigungen. Ich kann mir als Muslim schlecht vorstellen, dass ein Sahabi wie Sa'id ibn Jubair einfach etwas macht und den Koran ein Wort austauscht aus Spaß. Das kann nicht stimmen. Okay? Sondern da muss was dahinter stecken. Entweder der Prophet hat es auch mal zeitlang so gelesen oder, wie ich gesagt habe, es ist aufgehoben worden oder er hat ihm gesagt, ihr könnt euch in euren Dialekten das mit eurer Sprache aussprechen, weil es euch zu schwer fällt, Worte zu sagen, die ihr nicht kennt. Manchmal hat es auch mit der Aussprache zu tun. Oder, alle Sachen sind alles Entschuldigungsmöglichkeiten, warum er das so gelesen hat. Da gibt es viele Beispiele, die wir noch sehen werden, subhanahu wa ta'ala. Entscheidend ist, beides bedeutet genau das Gleiche. Dadurch ist nichts vom Koran verloren gegangen. Und selbst wenn wir sagen würden, beides ist von Allah subhanahu wa ta'ala genau so herabgesandt worden, so sagt der Prophet alayhi salatu wassalam, kulluha shafin kaf. Das heißt, alle diese Lesarten sind vollkommen oder ausreichend. Kaf heißt, es sind ja ein Takfi. Okay? Das heißt, sie reichen, um zu sagen, du hast den Koran, die Worte Allahs Azza wa Jal, gelesen. Ja? Und das ist eine Besonderheit des Koran. Also das Volk der Schrift hat damit manchmal ein Problem. Warum? Weil sie kennen das nicht. Die Tora und das Evangelium, die alle wurden herabgesandt auf eine Art und Weise. Der Koran wurde herabgesandt auf sieben Arten und Weisen und durch sieben Tore, wie es in manchen Überlieferungen heißt. Das ist eine Besonderheit des Koran Karim. Zweitens, unterschiedliche Reihenfolge von Wörtern, wenn es dem Schriftbild widersprach. Beispiel Qaf, Vers 19. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. Dieses Beispiel habe ich erwähnt, weil es ein sehr bekanntes Beispiel ist in den Büchern über die Ulum al-Quran. Aber ich habe da, glaube ich, keinen Isnad dafür gefunden.
dass manche gelesen haben, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْحَقِّ بِالْمَوْتِ. Also die zwei Wörter Al-Maut, Al-Haq vertauscht. Ja? Vertauscht, also beides sind Bedeutungen, die richtig sind und in Ordnung sind, aber die unterschiedliche Reihenfolge. Diese Sache hat auch dadurch, kann man sagen, abgeschafft. Okay? Dass jemand die Möglichkeit, das heißt zum Beispiel, stellt euch vor, weil das ist eine bekannte Ansicht unter manchen Ulama, die haben gesagt, der Prophet, was heißt bekannt nicht so sehr, aber es ist eine Ansicht unter den Ulama, die gesagt haben, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Muslimen erlaubt, Synonyme auszutauschen beim Lesen, wenn sie die Worte nicht kannten, konnten sie durch, zum Beispiel das Wort Vater, weil das so ein Beispiel ist aus den Überlieferungen, dass Ibn Abbas radiallahu anhu gesagt hat, ich weiß nicht, was Vater des Samawati wal Ard heißt. Vater, ich weiß nicht, was Vater ist. Vater, hat er gesagt, wusste ich erst, was es bedeutet, nachdem ich gesehen habe, wie zwei Beduinen miteinander zanken und jeder von ihnen sagte, Ana fatartu hada al-bi'r. Ana fatartu hada al-bi'r. Dann habe ich verstanden und gesagt, das bedeutet machen, schaffen, herstellen, khalaqa. Und deswegen Vater und Khaliq sind Synonyme. Sind Synonyme. Das heißt also, diese Sache, Angelegenheit, war eine Erleichterung für die damals. Aber ist das für dich eine Erleichterung? Also für, gerade für uns, die wir ja kein Arabisch sprechen, okay? Ist das für uns eine Erleichterung? Das ist keine, im Gegenteil, eine Erschwernis. Lass uns lieber auf eine Art, also wir lernen den Koran auswendig überhaupt irgendwie. Ja? Und das Gleiche gilt für das Vertauschen von Wörtern. Wie gesagt, Wallahu alim und hakim. Allah ist allwissend und allweise. Verwechselt man viel, zum Beispiel mit Wallahu Ghafurun Rahim oder Sami'un Alim oder Hakimun Alim oder Sami'un Basir, das passiert. Tamam? Das war nach manchen Gelehrten, wie Abdullah Mas'ud, glaube ich, er war es, war eine Ansicht, die das war erlaubt. Dass, er sagte, solange du nicht die Bedeutung falsch wird, darfst du diesen Namen Allahs austauschen beim Lesen. Tamam? Das galt, aber jetzt gilt das nicht mehr. Das gilt jetzt nicht mehr. Warum? Weil das Schriftbild wurde vereinheitlicht. Das ist die zweite Sache, die abgeschafft worden ist durch die uthmanischen Mushaf. Drittens, das Hinzufügen bzw. Weglassen von Wörtern. Na. Beispiel Surah Al-Ahzab, Vers 6. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, An-Nabiyyu awla bil-mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Das heißt, sinngemäß übersetzt, der Prophet steht den Gläubigen näher als sie selbst. Der Prophet steht einem jeden von uns näher, hat eher Anrecht auf dich, als du auf dich selbst. Yani, wenn du dich opfern müsstest für den Propheten, dann wäre das deine Aufgabe, dein Leben zu opfern, damit er nicht drauf geht, dass du spendest, damit er etwas hat, auch wenn du darunter leidest. Da? وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. Und seine Ehefrauen sind ihre Mütter. Seine Ehefrauen sind ihre Mütter. Und daraus ergibt sich, dass auch nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam durfte niemand die Ehefrauen des Propheten aus dem heiraten. Weil wenn er, sie sind zwar Witwe, aber niemand durfte sie haben. Weil sie gilt wie deine Mutter in der Hinsicht, dass du nicht heiraten darfst, in der Hinsicht, welchen Respekt sie zu erwiesen bekommen hat, zu erweisen bekommen hat, dass man erweisen muss. Vor dieser Angelegenheit sagte jetzt Ubay, Ibn Abbas, Mujahid, Ikrima, Al-Hasan al-Basri, sie alle, ihnen wird zugeschrieben, dass sie folgendermaßen gelesen haben, An-Nabiyyu awla bil-mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum, وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ. وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ heißt was? Der Prophet steht den Gläubigen näher als sie sich selbst. Seine Ehefrauen sind ihre Mütter und er ist ihnen ein Vater. Weil diese Bedeutung, tamam, ist natürlich korrekt, aber sie ist zu lesen aufgehoben. Sie ist zu lesen, aufgehoben. Es gibt keinen Mushaf von Uthman radiallahu anhu, diese drei Wörter mehr. وَهُوَ أَبٌ
lahum. Aber das steht drin, wa azwajuhu ummahatum. So steht es in Surat Al-Ahzab. Und deswegen, wenn man die Sachen liest, wie kann es sein, Ubay ibn Abbas, yani zwei Sahaba und wir haben vorhin gehört, Ubay, was hat Ubay gesagt, radiallahu anhu? Ich werde niemals eine Lesart unterlassen, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mir beigebracht hat, oder nicht? Taib Mumtaz. Aber was war das Problem? Er wollte damit sagen, auch die Aufgehobenen werde ich niemals unterlassen. Richtig? Taib, das ist aufgehoben. Das ist aufgehoben. Ja? Und wer ist es? Dann, wenn du natürlich hörst Ibn Abbas radiallahu anhuma und dann hörst du Mujahid und Ikrima, wo Ikrima und Mujahid sind sowieso Schüler von Ibn Abbas gewesen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie es von ihm gehabt haben, ist groß. Tamam? Und Ibn Abbas radiallahu anhuma gehört zu den kleineren Sahaba. Du kannst nicht vergleichen mit Zayd ibn Thabit, nicht vergleichen mit Abdullah ibn Mas'ud, vergleichen mit Uthman ibn Affan und die anderen. Tamam? Sie kannten sich besser aus, was aufgehoben ist und was nicht aufgehoben worden ist. Und noch einmal über den Mus'haf, die Mus'haf, die wir haben, herrscht Ijma'. Alle Sahaba waren sich einig, dass das, was in den Mus'haf Uthmaniyah steht, dass das der Koran ist, den Allah subhanahu wa ta'ala auf das Herz des Propheten sallallahu alaihi wasallam herabgesandt hat. Die Diskussion war nur, warum darf man nicht mehr etwas lesen, was der Prophet auch mal gelesen hat? Wir sagen eben, weil es aufgehoben worden ist, weil diese Erleichterung im Nachhinein Streitigkeit hervorgerufen hat und zu fast zu Takfir geführt hat. Na, dann haben wir auch in einer anderen Lesart. Und da heißt es hier wortlich, guck mal, er sagte, in manchen Lesarten hieß es, وَكَانَ فِي بَعْضِ الْقِرَاءَةِ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُنْفُسِمُ أَزْوَاجُ أُمَّهَاتُهُمْ وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ. Ja, also das ist auch der Hinweis, das ist nicht mehr gültig. Das ist nicht mehr gültig. Das ist ein Beispiel, wir haben vorhin gesagt, es gibt verschiedene Arten von Naskh. Das ist ein Beispiel von Naskh, dass die Lesung aufgehoben ist, aber die Bedeutung ist korrekt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist und bleibt wie ein Vater für uns. Alayhi salatu wassalam. Viertens, zu lesen aufgehobene Ayat. Beispiel, Qatada sagte, Anas hat uns erzählt, dass sie damals ans Koran folgendes lasen. Hört, überbringt unseren Leuten über uns, dass wir unseren Herrn getroffen haben. Er war mit uns zufrieden und stellte uns zufrieden. Danach wurde dies aufgehoben. Na, vor dieser Überlieferung, wir sehen es Sahih al-Bukhari, sagte Anas ibn Malik radiallahu ta'ala an, annahum qara'u bihim Qur'anan. Das heißt, sie haben das als Koran gelesen. Die folgende Aussage: Ala ballighu anna qawmana bi anna qad laqina rabbana faradiya anna wa ardana. Tamam? Dieser Teil war Teil des Koran, aber wurde aufgehoben. Und deswegen, die Sahaba, die das wussten, die haben dann gesagt, das dürfen wir nicht mehr aufnehmen in den Mus'haf, wenn wir die Mus'haf kopieren. Und deswegen brauchte man dieses Komitee, das aus Gelehrten bestand, die gewusst hat, diese Verse gelten und diese Verse gelten nicht mehr. Hier geht es natürlich rein um das Lesen. Dann wurde das Vers aufgehoben. Fünftens, falsche Lesarten. Auch Fehler, die dadurch entstanden, dass jemand fälschlicherweise beispielsweise ein Hadith, als er ja aufschrieb, wurden beseitigt. Wir erkennen also deutlich, dass durch die osmanischen Mus'haf nicht nur Streitigkeiten verringert, sondern auch Fehler beseitigt wurden. Na, jazakallahu khairan, barakallahu fiqh. Dann inshallah ta'ala machen wir an dieser Stelle Stopp. Gibt es von eurer Seite irgendwelche Fragen? Jazakumullahu khairan. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Buch hier und bei diesem Beispiel, also Usman Affan hat also diese Unterschiede gesagt, einmal zum Beispiel bei dieser Lösung, einmal bei bedrückter Reihenfolge, waren sie alle Unterschiede, die aufgehoben wurden oder war das einfach seine Schmerz, seine Bemühung? Ich habe die Frage nicht verstanden, nochmal bitte.
auch mit den Reihenfolge. Also wurde das Klo aufgebrochen, zur Zeit des Propheten rausgegangen? Oder hat er sich bemüht, um die Streitereien, zum Beispiel um den Sahara zu begleiten, hat er die Lösung gefunden? Weil ich habe verstanden, zum Beispiel der Rechner in meinem Fuß, und es wurde auch zitiert, Besuch in meinem Fuß. Wurde das aufgebrochen? Oder er hat das sozusagen einfach nicht kapiert? Nein, nein, wir haben ja gesagt, also erstmal, wenn wir reden von den osmanischen Mushaf, radiallahu anhu. Die osmanischen Mushaf sind nach ihm benannt, weil sie unter seinem Regent hergestellt wurden oder angefertigt wurden. Da. Aber ich habe mehrmals betont, dass diese Mushaf über sie Ijma' herrscht. Das heißt, nicht nur das Komitee, das er sagt, nicht nur das Komitee, das er eingesetzt hat, radiallahu anhu, waren sich einig über das, was dort steht, die Worte Allahs, azza wa jal, sondern auch die Sahaba außerhalb. Okay? Das heißt also, es geht nicht ein Ijtihad von ihm persönlich oder sowas in der Richtung. Das ist keine Einzelentscheidung von einem einzelnen Menschen. Sondern ich habe gesagt, diese Mushaf ist unter Ijma' al-Sahaba der Koran, den der Prophet bekommen hat. Ja? Jetzt gibt es Überlieferungen, einzelne Hadithe, links, rechts, das einmal so gelesen hat, einmal so gelesen hat. Tamam? Weil die Frage ist, wie kann man das erklären? Es kann nicht sein, dass ein Sahabi den Propheten sallam, Tag und Nacht hört im Salah, wer die Fatiha liest, richtig? Die Fatiha, mehrmals pro Tag laut liest. Und dann liest er anders, als der Prophet gelesen hat, sallallahu alaihi wa sallam. Tamam? Diese Erklärung funktioniert nicht. Du kannst nicht sagen, er hat nicht radiallahu ta'ala anhu gewusst, wie man richtig liest oder so. Schon gar nicht bei einem Menschen wie Umar bin Khattab radiallahu ta'ala anhu. Tamam? Über dieses Brief, das er gelesen hat, schat ihdina sirata al-mustaqima, also ihdina sirata al-mustaqima. Mit Tankir. Tamam? Wie kommt er darauf? Es kann nur sein, dass er es vom Propheten gehört hat, sallallahu alaihi wa sallam. Tamam? Das ist eine, sage ich mal, eine der deutlichsten Möglichkeiten. Aber die Frage ist, warum haben die Sahabe das nicht aufgenommen in Mushaf? Was ist die Erklärung darüber? Antwort lautet, weil es aufgehoben ist. Weil wenn es nicht aufgehoben worden wäre, tamam? Wenn es nicht aufgehoben worden wäre, warum haben sie dann nicht in einem Mushaf so geschrieben, im anderen so geschrieben? So haben sie es doch die ganze Zeit gemacht. Naja, manche ja, aber nicht über jedes einzelne Wort. Manche ja, haben wir gesehen, bei manchen وَكَانَ فِي بَعْضِ الْقِرَاءَةِ so und so. Verstehst du? Von manchen Sachen ja, aber manche Sachen nein. Ja? Und deswegen, der Realität ist ja, sie haben verschiedene Mushafs angefertigt. In den einen haben sie geschrieben فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. In den anderen فَإِنَّ اللَّهَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Ohne هُوَ. Da? Dann warum nicht اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيمة? Yani, was ist das Problem jetzt? Yani, so die gleiche Thematik. Ja? Die deutlichste Antwort ist, ja, weil das ist nicht die letzte Lesung des Propheten gewesen, sallallahu alaihi wa sallam. Denn das, was wir, das kommt noch inshallah ta'ala jetzt in diesem Punkt 3, 5, 6, dass die uthmanischen Mushaf, die sie angefertigt haben, stimmt überein mit was? Mit der letzten Lesung des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Denn der Prophet, alaihi salatu wa sallam, hat sich mit Jibril jeden Ramadan getroffen. Und sie sind den gesamten Koran durchgegangen. Außer im Jahr, in dem er gestorben ist, sallallahu alaihi wa sallam, sind sie den Koran zweimal im Ramadan durchgegangen. Und dann wussten die Sahaba, die dort anwesend waren, das heißt in dieser Zeit bei ihm waren, in der Nähe waren, wussten dann, was ist Koran und was ist kein Koran. Die letzte Lesung ist die entscheidende Lesung. Logischerweise ist es die Lesung, was alles andere vorher aufgehoben hat. Weil was hebt auf? Immer das Spätere hebt auf das Vorige. Tamam? Aber gibt es zu jeder einzelnen Sache Überlieferung? Allahu a'lam. Yani, es gibt so viele Bücher über Überlieferung, ich kann nicht sagen, gibt es nicht. Ja? Da wäre ich ein bisschen, hätte ich mich ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Aber es kann sein. Es gibt zu manchen auf jeden Fall. Nein, nein, nein. Die Aussprache haben wir gesehen. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ فَإِنَّ اللَّهَ هَلْ غَنِيُّ الْحَمِيدُ
Das ist Teil davon. Lala, das ist auch Teil davon. Das ist auf Urayat Warsh ist فَإِنَّ اللَّهَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Tamam? Andere Frage? Dann machen wir Pause, inshallah. So in 10 Minuten ist Adhan bi'idhnillah azza wa jal. Und wir treffen uns dann bi'idhnillah tabarak ta'ala wieder nach dem Salat al-Isha. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair.